Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Bubble Rising. Es wurde von euch gefordert und ich liefere natürlich. Wir sind in Kapitel 7, verfluchter Pfad. Verschone 25 verfluchte Krüge. Die Priester sind verschwunden, da ist etwas faul. Man munkelt, dass verfluchte Artefakte in Nabus-Ausgrabungen zutage gefördert wurden. Ja, ich habe nur zwei Fähigkeiten zur Auswahl, nämlich Wasser und Erde. Aber ich will Erde bitte als erstes. Vielen Dank. Verschone 25 verfluchte Krüge. Ich soll Krüge verschonen, das ergibt doch gar keinen Sinn. Halt, das war falsch. Ja, die kommen wieder von zwei Seiten. Der Level ist eigentlich ziemlich gleich wie vorhin, oder täuscht mich das? Sterbe, wenn ihr sollt. Diese verfluchten Krüge verheißen nichts Gutes. Versuchen wir es lieber, sie nicht zu zerbrechen. Ach, diese Krüge. Ja, wie soll ich denn die nicht zerbrechen? Da, wenn ich einen Stein runterkugel, dann eine Sense. Mit der Zeit verlöschen die Krüge. Wir sollten also einfach nicht auf sie ziehen. Weil schon mit 25 Krüge, dann haben wir keinen Grund, irgendetwas anderes zu sagen. Bestrafung! Ich konnte es leider nicht fertig lesen. Der Text ist zu schnell verschwunden. Bestrafung, Baby. Es steht doch alle drauf, oder? Lass mich dein Bestrafer sein, Peitsch! Kann ich auch. Nur bei mir hört sich's besser an. Ich habe einen Krug Zerstörers versehen. Was bedeutet das? Ich kann meine Steinfähigkeit nicht mehr einsetzen. Ist okay, Junge, ist okay. Es wird schon wieder. Ach, die muss ich nur erschrecken. Der zieht sich dann in den Krug zurück, der Kerl. Der ist ja niedlich. Ja. So sind die Jungs. Nein, ich habe schon wieder einen zerbrochen. Oogie Boogie. Es ist so schlecht, wenn ich da einen zerbreche. Armageddon. Very nice. Jetzt dürfte da mal so Sintflut oder so bereit sein. Oder zumindest. Ja, ein Stein, das ist doch auch schon mal eine geile Sache, oder? Friss, du Bastard, friss! Bestrafung! Ah, ich zerbrech die Scheißdinger immer. Unheil! Lassen sich auch durch nichts aus der Ruhe bringen, die Kerle, ja? Das ist immer das Problem. Jawohl, Flutwelle, auf geht's. Mach mir die Sintflut, Baby! Er sauft doch alle, ja? Er sauft doch einfach alle. Ihr reckt mich alle so auf. Er sauft doch ein. Ja, guck mal, wie hoch die schon waren. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, ihr brennt. Ich glaube, euch tut's irgendwo weh. Das kann ja nicht sein, oder? Ich glaube, es wird nicht mehr. Ja. Pennervereine, ganz ehrlich. Den ganzen Tag in ihrem komischen Sandkapuff da verbringen, ja, und dann auf Nacht rauskommen und die einen auf Tarzan und Chain machen, ja. Naja, lach du nur, du Penner. Thank you.
Unheim. Hey, was machen denn diese Borstenkotlets überhaupt, hey? Das weiß auch keiner. Ja, ich habe schon wieder einen Krug zerbrochen. Ich weiß. Ich könnte da langsam ein Problem bekommen, ja? Also. Nein, ihr sollt nicht weiter nach oben bauen, ihr Schweine. Vernichtung. Wie soll ich ihn da... Ja, wein du nur. Wie soll ich ihn da noch... wie soll ich ihn die alle aufhalten? Der jüngste Tag. So soll's sein. Ja, ich habe wieder einen Krug zerbrochen. Das war gar nicht so einfach. Gott, die sind fast oben, so wie es aussieht. Halt doch die Schnauze, Mann. Er sauft alle, hey. Ah, das ist blöd. Das Ding reicht nicht bis ganz nach oben. Das ist natürlich blöd, ne? Aber ich habe noch ein paar Steine für euch. Ist ja auch nicht so schlecht. Jetzt rollt der Stein genau über diesen Krugschieber, ja. Das kann ja nicht angehen. Das kann ja nicht angehen. Das geht auf keine Kuhhaut. Bestrafung. Ja, Bestrafung ist immer gut. Bam, Unheil. Bam, Stein ins Gesicht. Gott, krepiert doch einfach alle. Krepiert. Ich würde interessieren, was der Kerl der ganze Zeit rumstammelt. Ich werde diese Mission so verkacken, lalala. Du erwischt immer einen Bastard mit Krug. Der steht nämlich immer in der Menschenmenge mit drin, ja? Ihr seid Schweine und ihr wisst es auch. Ihr seid Schweine und ihr wisst es auch. Ist schon recht. Verstehe euch schon, ja. Ja, ist ja okay. Ah! Scheiß Krugbastard. Stirb an Steinhagel. Na. Sinnflut, Gott sei Dank. Aber Gedan. Ich mach die ganzen Krüge jetzt einfach kaputt, ja, weil es sowieso nichts bringt. Wobei, ich bin jetzt schon dreimal verflucht, das könnte ein Problem werden. Jetzt nur noch zweimal. Ich habe diesen Krug gar nicht angefasst. Alle nix schuld, alle nix wissen, alle nicht mehr schlagen, bitte. Gar nicht gewusst, dass der Joker mit im Spiel ist, ja. Aber okay. Wir werden das schon irgendwie machen. Irgendwie.
Komm, frisch Stein, Junge. Frisch Stein und halt die Fresse. Vernichtung. Flut, Armageddon, Vernichtung. Die Einblendungen überschlagen sich alle, ja. Heilige Banane. Da sind mir die Priester um einiges lieber, hä? Ganz ehrlich. Was immer das heißen mag. Ja, da brauchst du einen Abschluss in Babylonisch, das sage ich dir. Bam. Kerle werden ziemlich schön langsam nervig. Der Turm wird mir langsam ein bisschen zu groß. Halt die Fresse, halt die Fresse. Backfisch. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinklicken soll. Ah, Flutwelle, das ist super. Er sauft doch alle einfach. Er sauft in eurem eigenen Kot und Pisse. Er sauft doch einfach. Ich hasse euch alle, ja. Kann man das so sagen? Darf man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Ich meine, die Arbeiter, nicht euch. Ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch. Also ich, zumindest hoffe ich, dass ihr das wisst. Gott, noch drei Krüge. Noch drei Krüge. Yeah, ich habe einen Stein. Opfere dich. Der Stein ist so geil, Leute. Ich kann es euch gar nicht sagen. Was immer ihr mir versucht zu sagen. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht. La 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 la. Versteht ihr euch nicht? Ihr versteht ihr euch nicht? Ich will euch auch gar nicht verstehen, ganz ehrlich. Sind so wahrscheinlich so die Leute, die ihren Nachbarn wahrscheinlich auch noch einen Kaffee pissen, wenn es sein muss, ja? Genau solches Volk, so ein Volk ist das, ja? So ein richtiger scheinheiliger Haufen. Wie hoch geht denn der Turm noch? Nein, ich habe einen Krug zerbrochen. Ja, du kriegst Herpes am Arsch. Ich weiß es. Das ist auch gut so. Alter! Das ist aber gut. Ein so ein scheiß Mongo-Krug noch. Ja, wir haben gesiegt. Ich komme hinterher. Irgendwie so. Ich verstehe ihn nicht. Keine Ahnung. Wow, der Turm wurde jetzt schon ganz schön hoch, Leute. Ich glaube, der hätte nicht mehr viel gefehlt. Guckt euch an. Schon vierstöckig, das Mistding. Diese verfluchten Krüge sind schrecklich. Bleiben wir vorsichtig, denn wir könnten ihnen erneut begegnen. Am Kinnkratz. Kapitel 8. Rosenkranz der Seelen.
hole 100.000 Punkte. Nabu hat den Reigen in letzter Zeit aufgeführt. Lass uns unsere Macht demonstrieren. Das sollte in den Herzen seiner Arbeiter Furcht verbreiten. Das gibt's allerdings erst in der nächsten Folge, Leute. Bis dann, Wilma. So long!